Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, endlich mal wieder zusammen mit dem Rotsteinpark, zusammen im IOSA 100. Ja, willkommen in IOSA 100. Hier. Ja, es klingt wunderbar. Nee, nicht. Was ist das denn hier für ein Schienenchaos, was du hier anrichtest, Herr Janusmann? Erzählen Sie uns doch mal was. Das ist die neue, man kann es zwar noch nicht erkennen, Holzachterbahn, die hier entsteht. Von der hatten wir, glaube ich, schon ab der ersten Folge wahrscheinlich hier im Rotsteinpark erzählt, dass diese große epische Holzachterbahn, die mal kommen soll. Und ich glaube... Okay, Leute, wir müssen die mal fahren. Ja, wir müssen die unbedingt mal fahren. Wir werden jetzt einmal fahren, damit ihr mal ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, wie die sich fährt. Und dann werden wir heute mal Experimente machen, denn ich habe was natürlich auch Technisches Besonderes vor. Also bautechnisch auf der einen Seite ist natürlich hier IOSA 100 Beauftragter für die Optik und für das Streckenlayout. Das hast du komplett zu verschulden, ne? Ja, ja. Also wenn ihr haten wollt, schaut gerne vorbei. Da könnt ihr sehen, wie es zu dem Drama hier gekommen ist. Drama. Oha. So, aber ich habe auch noch was Technisches vor. Und wenn ihr rausfinden möchtet, was Joecraft sich Krasses überlegt hat, dann wartet. Erstmal fahre ich eine Runde mal hier auf der Achterbahn. Wir sehen auch hier Booster. Später wollen wir natürlich hier den Achterbahn-Flair. Das klick, 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 klick. Genau, die müssen wir noch irgendwie reinbekommen. Kriegst du auch Luft, Josef? Okay, also oben angekommen. Ist jetzt die Besonderheit bei der Achterbahn. Wie ihr seht, am Anfang ist man schön langsam. Und wir werden jetzt langsam immer schneller. Also am Anfang nur richtig ganz langsam. Wir müssen natürlich jetzt hier das auf Minecraft berechnen. Minecarts können halt nicht überschnell sein. Aber ihr seht jetzt doch, wir kriegen Tempo drauf. Doch, ordentlich Tempo. Ja, ist gar nicht mehr so schlecht. Also die Idee für die Leute, die es interessiert, ist natürlich die, dass wir hier mit der Schwerkraft arbeiten. Das ist bei allen anderen Achterbahnen, die wir haben, eher weniger der Fall. Da haben wir Booster, irgendwelche anderen Sachen benutzt. Und jetzt wollten wir halt eine klassische Holzachterbahn bauen, die so weit es geht mit den Minecraft-Mechaniken funktioniert. Ich räume mal hier die Schiene auf, wenn du nichts dagegen hast. Ja, ja. Josef ist jetzt hier der Staubsauger. Ui. Schön so mit Wellen. Ich finde das richtig gut gemacht. Boah! Mal rumgehen. Und jetzt gibt es die erste Spirale. Das finde ich sehr cool, dass man da oben auch so schön langsam wird. Aber es ist natürlich jetzt interessant, denn wir müssen mal gleich ein bisschen Mist machen auf der Achterbahn. So, okay. Und jetzt gibt es die Besonderheit bei dieser Achterbahn, und zwar eine kleine Unterführung. Hier können wir noch irgendwie was hinmachen. Auch das sind jetzt Sachen, die ich mir mal ein bisschen überlegen werde, ob wir da optisch was hinbauen, vielleicht, dass da irgendwas passiert. Keine Ahnung, was man da Mögliches machen kann. Vielleicht kann man da auch mit dem Spielerkopf arbeiten, desjenigen, der gerade durch die Achterbahn durchfährt, ob man da irgendwie eine Szene irgendwie einbaut oder so. Ich überlege mir noch was. Ich finde, wir sollten hier auf jeden Fall auch nochmal ein Fotohäuschen bauen bei der Achterbahn. Oh ja, oh stimmt. Stimmt, das bietet sich halt hier einfach an. Das haben wir schon mal gemacht, diesen Gag mit dem Fotohäuschen, und hier können wir ihn auch echt gut machen. So, und oben angekommen, wir sind ja gerade wieder so ein Booster, den haben wir jetzt gerade nicht mit dem Klick, 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 Klick gemacht. Genau, das muss noch hinzugefügt werden. Haben wir jetzt hier wieder so eine schöne Spirale, in der es nach unten geht. Genau. Und dann... Boah, das ist eine richtig dicke Spirale. Naja, das ist die Spirale des Todes. Da kommt der gute, überteuerte Essen hier aus dem Park direkt wieder hoch. Ja, ist auch machen. So machen wir Umsatz, Leute. Indem wir einfach die Gäste das ausspucken lassen. Da kriegen sie gleich wieder 100. So, da kommt der Zug wieder nach unten. Perfekt. So, was hat Joecraft vor? Das ist ja nicht klassischerweise so, dass man nur einen Zug auf eine Achterbahn fährt, sondern dass man mehrere Züge hat. Also quasi eine... Ja, ein Zug. Ja, Zug, ne? Ein Zug besteht aus mehreren Wagen. Richtig, richtig. Also nicht ein Wagen, sondern mehrere Wagen ergeben einen Zug. Wären wir jetzt in der Create Life Mod, würde ich jetzt einfach Ketten nehmen und die miteinander verketten. Geht aber nicht. So, und es gibt ein Problem. Das habt ihr gerade gesehen. Das können wir richtig gut hier demonstrieren. Schaut an. The Minecart. If empty. Janus, dein Stichwort? Schlecht. Sehr schön. Bitte. Original. Okay, nein, also... Habe ich schon lange nicht mehr benutzt, jetzt hier. Schlecht. Erinnert mich an die alten Zeiten. Nochmal, ich muss es nochmal hören, damit ich wieder in den Flow reinkomme. Schlecht. 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 Ah? Ja, du musst jetzt mehr ins Mikrofon. So. Schlecht. 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 Ja, das war nicht schlecht. Das war nicht. Schlecht. So. Aber ihr seht schon das Problem.
das Minecart kommt nicht hoch. Das Minecart kriegt sein Uff nicht nach oben. Jetzt würde ich sagen, ja, das Minecart zu fett ist. Ist es aber nicht. Ganz im Gegenteil, das ist zu leicht. Nur Minecart mit Gewicht kommt nach oben. Das mag die Technik mehr. Das heißt, jetzt haben wir folgende Schwierigkeit. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, dass hier der Zug steht. Machen wir einen Viererzug. Viererzug, ja, machen wir uns Viererzug. Der steht jetzt hier. Dann sind jetzt hier die Tore, die öffnen sich. Die Spieler steigen ein. Ja, und was ist jetzt los? Jetzt kommt's. Wenn der Spieler in dem Zug drin sitzt, sollen jetzt Villager kommen. Und die Villager sollen hier reingehen und sich auch richtig in den Zug reinsetzen. Und das Ganze am besten noch mit einer Animation, dass die Villager sich hier reinsetzen. Aber die Frage ist, und das ist jetzt die wichtigste Frage von allen, würden die Villager denn jetzt richtig losfahren können? Und das müssen wir jetzt herausfinden. Dafür habe ich mal was vorbereitet. Ja, ich liebe es, Dinge vorzubereiten. Einen Command-Block habe ich vorbereitet. Wie früher, die guten alten Zeiten hier. Ja, kommen Sie wieder zurück, liebe Leute. Wir sind wieder im Rotsteinpark. So, ich habe einen Command-Block vorbereitet. In den schreibe ich etwas rein, was Janus nicht ganz gefallen wird. Ich werde euch gleich zeigen, warum es Janus nicht gefallen wird. So, und ja, jetzt müssen wir eine Ermittlung machen. Wir müssen gucken, welcher Abstand jetzt der beste ist. Am coolsten wäre natürlich dieser Abstand hier. So, dup, dup, dup. Dup. Wunderbar. Hey. Ist doch schön. Mann. Okay, die Minecraft einmal mit Profis sein. Einmal mit Profis, der doch nicht bei mir. Nicht bei Joecraft. So, niemals. Niemals. No, ich höre nie auf zu spielen. The Nocraft. So, wir machen hier Golden. Ne, wir machen Powered Rail hier rein, ne? Supi, Powered Rail. So, die Powered Rail, die sich jetzt hier unten befindet, soll jetzt noch elektrifiziert werden. Das Problem ist, wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, anders als in der Create Life Mod mit den Controller Rails, fahren die hier nicht an. Die Züge bleiben einfach hier stehen. Damit wir sie anfahren lassen können, benötigen die Züge einen kleinen Schubser. Und die Frage ist, wie geben wir jetzt allen Zügen gleichzeitig einen kleinen Schubser? Genau, mit einem Command Block. Den Befehl haben wir schon tatsächlich glücklicherweise vorbereitet. So, der kommt jetzt einmal hier rein. Und wir müssen jetzt... Aha, Mist gebaut. Oh. Ja, okay. So, naja. Jetzt kommen sie alle wieder. Ja. Dafür habe ich ja glücklicherweise den allen den Tech-Test gegeben, um sie auf einmal zu eliminieren. So, also genau, der Schubser soll natürlich den Minecarts gegeben werden. Allerdings allen Minecarts gegeben werden. So, Typ Minecart Distance 5. Mal gucken, ob das passt von der Distance her. Die Armen, das Tier fahren. Oh. Nee, Distance 7 machen wir mal. So, und wir müssen jetzt gucken, welche Richtung der Schubser geht. Der muss in diese Richtung gehen. Das heißt quasi, wir geben den Minecarts nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Schubser in die linke Richtung. So, und du hast tatsächlich die falschen Commands. Hast du die richtigen oder die falschen? Ja, okay, da geht. Das sind die richtigen. Ja, das sind die gleichen. Also, ja, ist okay. Das war ein ist in Ordnung. Ist okay. Ist genehmigt. Copied aus den alten. Ach, so, wir geben jetzt dem Minecarts einen Schubser, und zwar minus 0,5 in die Richtung. Das müsste ausreichen. Jetzt ist die große Frage, ob das funktioniert oder nicht. Ihr seht ein Riesenproblem, was wir gerade haben, ist, dass die Villager nicht in den Karts drin sitzen. Das heißt, ein Grafikbug von Minecraft, der bis heute noch nicht gefixt worden ist und sich nur lösen lässt, indem man einfach mal sehr weit von den Dingern zurückgeht. Och nein, Alter. Schon wieder der Bug. Junge, guck dir mal, oh, von oben den Freizeitpark. Junge. Ja, wenn die Achterbahn steht, wird das schon richtig cool aussehen. Okay, die Wassershow ist definitiv, Naja, die ist broken. Die hast du kaputt gemacht. Ja, ich will jetzt nicht so was Hartes wie kaputt, aber die ist eigentlich nicht... das ist eigentlich nicht richtig. Z-Block... Das sieht irgendwie falsch aus, ne? Ja, es sieht irgendwie falsch aus. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also man könnte auf den Gedanken kommen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Nicht stimmig ist, ja. Ich glaube, es hat was mit, Loads zu tun, Force Loads und something like that, indeed. Machen wir kurz den Teil hier weg. So. Okay, damit habe ich das Wasser gelöscht. Gut, zurück zur Wasserbahn. Zurück zur Achterbahn, gute Nacht. So, wir geben jetzt, ihr seht, die Dinger sind unten drin, in den Minecarts. Wir geben jetzt einen Schubs und wir gucken mal, ob das funktioniert. Achtung, fertig, los. Woo, der Zug fährt als Kolonne. Das Problem ist, das Problem ist jetzt, Minecraft berechnet die Züge. Leider nicht alle gut. Ihr seht, da ist schon das erste Problem, was wir haben. Obwohl eigentlich alle Züge rein theoretisch gleich schnell sein müssten, sind sie es nicht. Ja. Und das ist Minecraft. Minecraft ist in dem Fall dumm. Aber solange die sich nicht anrempeln, ist alles okay.
Ja. 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 Nee. Weil sonst kicken ja, die ist schon, ist schon schlecht. Gefällt mir nicht. Also ich bin okay. ich bin schon nicht amused. Also. Ja, da macht den Abstand größer, Josef. Genau. Ja, hören Sie mir doch zu, wenn Sie mir zuhören. Das genau ist der Sinn meiner aktuellen Unternehmung hier, zu testen, welcher Abstand für einen Zug der Achterbahn des Parkes ausreichend ist. Das ist der Corona-Abstand dann, Josef. Was? Das ist der Abstand für die Corona-Regeln. 2 Meter, Leute. Das sind 2 Meter Abstand, die wir jetzt haben. 2 Meter das ist, Abstand. Das ist genau richtig. Das ist, also wir sind ein Corona-konformer Freizeitpark. Mhm. Ne? Ich will es ja nur mal gesagt haben. Nicht, dass die Behörden uns jetzt zusammenscheißen. Achtung, fertig, los. Ja. So ein nächster Versuch. Minecraft hat echt Mühe, auch das zu berechnen. Und das ist immer noch eine Katastrophe. Oh ja. Okay, das sieht jetzt sehr, sehr geil aus. Minecraft, you are so a good game. Ich sag's euch. Minecraft ist mal wieder 1A. Okay. Aber okay. Ich sehe, dass der Abstand jetzt gut ist. Nein, ist er nicht. Junge, warum bist... Ja, Minecraft! Warum ist Minecraft so ein schlecht programmiertes Game, Janus? Kannst du mir das bitte erklären? Wir können auch gerne auf die Bedrock Edition wechseln. Warum kriegt es dazu? Bauen wir den Park kurz mal nach. Okay. Also ich glaube, dass der Corona-konforme Abstand hier auch nicht ausreichend ist, liebe Leute. Da müssen wir den kotztütenkonformen Abstand einhalten. Ja, das ist immer doof. Deshalb, liebe Leute in der Achterbahn, immer ganz vorne sitzen. Warum ganz vorne sitzen? Ja, falls jemand vor euch mal einen Kotzanfall kriegt und ihr sitzt dahinter. Ihr wisst ja, in welche Richtung die Luft geht. So. Ja, aus das ist ein Looping, ne? Also ich würde ja ein Business aufmachen, Leute. Ich würde mich unter einen Freizeitpark-Achterbahn-Looping stellen. Und da wirst du wahrscheinlich das ein oder andere Handy kriegen. Als wir in Amerika in dem einen waren, da war unter der einen Achterbahn tatsächlich so Fangnetze aufgebaut. Ah, lol. Weil da so viele Brillen, alles, was die Leute halt so mit hatten, wo sie es nicht bewusst war, dass es rausfliegt, dann aufgefangen haben. Ah, nee, das Fangnetz erinnere ich mich. Das Fangnetz war nur zu einer Seite, glaube ich, da, wo die Parkplätze von den Autos waren, dass sie nicht kaputt gemacht werden von den Sachen, die da rausfliegen. Eieieiei. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob es besser wird, Leute. Wir sprechen natürlich aus Erfahrung. Wir sprechen hier immer aus Erfahrung. Das ist das größte Problem von allen. So, Achtung, fertig, los. Ja, gefällt mir schon besser. Ah! Nee, hier, die Stelle killt alles. Die Stelle killt, ich weiß. Aber vielleicht können wir das Problem... Aber Josef, guck mal, haben wir eh die gleiche Geschwindigkeit. Das muss hier alles mit Command-Blöcken untermauert werden. Das liegt jetzt hier an den Boostern. Ich denke auch, dass es an den Boostern liegt. Ich glaube, das ist einfach die Auffederung. Ja, ja. Ja, warte, ich probiere noch was anderes. Ich probiere es mal, das tatsächlich jetzt so zu machen, wie ich das jetzt habe, dass die Minecarts da bremsen. Langsamer werden. Ich würde fast schon sagen, es reicht, wenn wir auch hier das wegnehmen. Also, gut, wir müssen tatsächlich noch mal kurz wieder weggehen. Einmal kurz weggehen, dass die Kollegen sich hier fangen können. So, seid ihr schon wieder drin in Minecraft? Die Alternative ist zu warten. Minecraft braucht 50 Sekunden oder noch mehr, bis Minecraft in der Lage ist, die Dinger richtig zu rendern. Aber auch das Problem, Janus, werden wir lösen, indem wir quasi vorbereitete Entitäten machen, die quasi schon da sind, bevor die Achterbahn startet. Ja, das Bingo. Sollte doch ganz cool sein. Okay, dann auf geht's. Wart los. Das sollte doch ganz cool sein. 1, 2, 3, 4. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Zack. Ja, immer noch Größe schlecht. Schlecht. Warum? Schlecht. Was? Also ich muss noch mal gucken, was hier eigentlich schief geht. Wir starten noch mal die Züge, egal, auch wenn die jetzt ein bisschen verbuggt sind, egal. Wir wissen ja, dass die sind immer noch zu schnell. Immer noch zu schnell. Die bremsen falsch ab hier. Das ist echt das Problem. Die sind zu schnell. Aber gut, Josef, mach doch bitte einmal die Command-Blöcke in der Geschwindigkeit hier drunter. Ja. Wir machen die Command-Blöcke. Soll ich dir helfen? Nein. Mach ich schon alleine. Doch, ersetz mal die Detector Rails hier oben drauf. Wir bräuchten die. Wie machst du das im Turn? Mach ich. Okay. Bitte einmal Command-Blöcke. Genau, da richtig. Weißt du schon? Perfekt. Die Command-Blöcke sind Needs Redstone. Das heißt quasi, auch wenn es Leader-Command-Blöcke sind, aktivieren die sich nur, wenn ein Zug drüber fährt. Genau, es sei denn, natürlich hat eine Fackel hier drunter. Das ist nicht gut. So.
Die Command-Blöcke schieben das Minecart eigentlich nur an in eine Richtung. So, und ich hätte an dieser Stelle nochmal Command-Blöcke gesetzt. 3 Stück. Naja gut, die 3 Stück sollen jetzt das Minecart in eine andere Richtung schieben. Und zwar in die Richtung. 0,15 war, glaube ich, der richtige Wert. Oder war das der richtige Wert? Ja, 0,15. Ja. Und zack, 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 zack. Ist soweit gemacht. So. Vorbildlich. Stop, stop, stop. Wunderbar. Rein theoretisch könnte das schon funktionieren. Das Klick, 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 Klick fehlt natürlich noch. Und das Klick, 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 Klick machen wir noch, Leute, ist klar. So, überall, wo wir jetzt ein gerades Element haben, könnten wir theoretisch die Command-Blöcke nutzen, um die Minecarts kontrolliert anzuschieben. Das mache ich jetzt gerade. Nämlich nochmal überall, wo es möglich ist, die Command-Blöcke hinsetze. Und zwar die hier. Auf der Seite die hier. Man könnte das bestimmt auch noch anders lösen, aber das ist die performanteste Lösung, weil die Command-Blöcke immer nur für einen kurzen Moment aktiviert werden und danach deaktiviert werden. So. Während wir das gemacht haben, haben sich die alle richtig gesetzt und los geht's. Ah, so. Warte, jetzt habe ich gerade, genau, jetzt habe ich mal wieder auch nicht nachgedacht. Lieber Janus. Lieber Josef. Es wäre schön gewesen, wenn es so leicht wäre. Ist es aber nicht. Denn wir haben schon wieder nicht bedacht, dass auch hier das gleiche Sing passieren muss. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir machen jetzt die weg. Wir machen jetzt absolutes Cheating in Minecraft. Etwas, was illegal ist. Die Schiene ist Josef, aus. Ja? Warum machst du nicht... Lass mich machen. Warum lassen wir die Schiene nicht weg und machen arbeiten auch hier mit Command-Blocks drunter? Wow. Weil die fahren da direkt Blitzmerker. Los. Blitzmerker! Pass auf, hier. Das ist Janus. Du hast dich gerade selber getroffen. Ich weiß. Deine Worte haben mich betroffen. Hatte ich das so stark getroffen? Hatte ich das wie ein Blitz getroffen? Ja. Oh, der arme Josef heute. Der arme Josef. Er wird komplett von Janus hier. Ne? Zack. So, da sind unsere Command-Blöcke. Und diese Command-Blöcke, brauchen wir den Anfahrtsknopf noch nicht mal mehr, Leute. Wir machen das gleich richtig. Diese Command-Blöcke sollen die ganze Kolonne anfahren lassen. Und zwar, wenn diese Schiene hier unter Strom ist. Oh, oh, oh. Strom auf Schienen. Mhm. Das wird gefährlich. Das wird gefährlich. Ich weiß doch. Das Beste von allem kommt noch, Leute. Und zwar, wenn ich jetzt hier eine Detector-Rail hinsetze, ja, dann passiert etwas ganz Interessantes. Und zwar, wir müssen aufpassen, dass sie das nicht bebaut. Die Detector-Rail aktiviert diese Redstone-Leitung. Das heißt quasi, es ist eine Funktion, die einmal angeschaltet sich selbst aufrecht erhält. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist eine klitzekleine Technik bauen, die einmal quasi das träge Startmomentum überbrückt. Was mache ich? Boah, ich fühle mich wieder in meinem Element, Janus. Endlich, ne? Endlich. Endlich. Endlich kann der Josef mal weiter mal was Sinnvolles machen hier. Jetzt sind wir bereit. Achtung, fertig, los! Klingt schon fast wie ein echter Freizeitpark. Oh, Achtung, alle festhalten. Nee, das ist eher eine Kirmes als ein Freizeitpark. Aber ja. Gut, es war leider noch nicht so, wie ich es mir hätte gewünscht. Noch nicht von Erfolg gekrönt, weil ich vergessen habe, wie stark diese Schienen bremsen. Das tun sie mir dann doch ein bisschen zu stark. So, also packen wir nochmal die Karte hier hin. Wir lassen die Karte mal neu spawnen. Richtig spannend, Leute, ne? Endlich mal wieder so eine richtig klassische Folge Rutschstein Park. So, ich gehe nochmal ganz weit weg, um... Was ist die Welt? Auch von oben sieht das schon ganz cool aus. Okay, da bin ich wieder. Genau, die nächste Fahrt geht rückwärts, Leute. So die ist nächste richtig. Fahrt geht rückwärts. Okay, mal gucken. Jetzt, jetzt fahren sie wie eine Sahneschnitte. Ja, gleich nicht mehr, weil ich habe nicht überall mehr Schienen. Jetzt schaut mal, wie weit sie kommen. Aber aktuell sieht es gut aus. Die MyCards haben jetzt einen perfekten Abstand. So. Ab jetzt, die müssten auch immer alle gleich fahren. Es dürfte keinen Ärger geben. Es sei denn, die berühren sich. Solange die sich nicht berühren, ist alles gut. Ich finde, dass der Abstand jetzt gut ist. Wir könnten den Abstand kürzer machen, aber wenn euer Computer mal einen Ruckler oder Lag hat oder so, ihr seht, es ist verdammt schwer für Minecraft, den Abstand genau richtig zu halten, weil alles als Objekte einzeln gesteuert werden. Wir können es nicht garantieren. Wir können die nicht miteinander kuppeln. Wir müssen darauf hoffen, dass es alles passt. Was? Wir können keine Verkupplung machen? Nee. Aber es sieht gut aus, Janus. Es sieht sehr, sehr gut aus.
Ja, ich glaube auch, das ist doch ganz cool. Ja, so ganz eng hintereinander wie eine echte Bahn kriegen wir nicht hin. Aber so ist genug Abstand, die werden sich da eigentlich nicht... Wir könnten gleich nochmal versuchen, den Abstand etwas kleiner zu machen, denn ich habe eine Sache nicht bedacht, und zwar, je schneller die fahren, desto größer ist natürlich der Abstand. Ja. Auch das ist zum Beispiel jetzt nicht ganz richtig, beim echten Zug würde der Abstand immer gleich sein zwischen den Wagen. Hier ist natürlich der Abstand gleich die Geschwindigkeit. Wollte ich sagen, so. Aber jetzt fahren sie. Sehr ordentlich alles. Ja, sehr, sehr ordentlich. Und da ist sie, die versprochene Holzachterbahn. Wir hatten eigentlich, liebe Leute, vorgehabt, ursprünglicherweise, jetzt werden sie hier da oben langsamer, ne? Ursprünglicherweise war eigentlich der Gedanke, dass wir mal in einen echten Freizeitpark gehen und uns dort mal eine Achterbahn angucken. Das Problem ist, wegen Covid ist das jetzt ein Ding der Unmöglichkeit gewesen oder geht gerade einfach nicht. Und deswegen machen wir das jetzt hier anders. Und jetzt haben wir hier die Massenkarambolage. Eine Sache testen wir noch, und zwar, wir werden jetzt den Abstand doch einmal ganz kurz wirklich aufs Maximum verkleinern. Oh je. Maximum verkleinern, das hört sich nach einer guten Wortkombination an. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber das testen wir zum Ende des Videos nochmal aus, Leute. Ja. Einmal kurz einen Moment weggehen und die nächste Fahrt gedrückt. 69 Minuten. Dankeschön, Minecraft. Sieht aus wie das Yin- und Yang-Zeichen, wenn man es so betrachtet. Okay, weiter geht's und go. Ich habe eine leichte Rücklung gerade bei dir gehabt. Eine Rücklung? Rückkopplung. Ach so, ja, ja, ja. Das geht auch. Es wird eng. Das ist eng. Sieht natürlich am coolsten aus, ne? Es sieht am coolsten aus, aber es ist eng. Es ist höllisch eng. Hä? Also, dass das hier so verbuggt ist. Ja, bei mir ist es jetzt wieder in Ordnung. Das ist bei dir dein Klient gerade. Du musst weit weggehen und wieder hingehen, damit die in meinem Car drin sitzen. Oh je. Oh je, Mini. Ja, jetzt wird es halt wirklich... Ja gut, aber jetzt wird es besser. Also das Ding ist, sobald dieser erste Teil überwunden ist, dadurch, dass das Tempo zunimmt, wird der Abstand natürlich größer. Aber wir sehen, der eine wurde angeditscht irgendwo. Ja, der wurde angeditscht. Okay, damit würde ich sagen, das ist zu eng. Vor allem, das ist das Problem, der wird dann irgendwann die Bahn nicht mehr schaffen wahrscheinlich. Genau. Das heißt, wir bleiben vernünftig und nehmen diesen Abstand. Zwei Blöcke Abstand. Und vielleicht auch noch dann ein fünftes Kart. Komm. Gib ihm. Ja, machen wir 5 Stück. Das sieht schon ganz schick aus. Ja, jedes weitere Kart, was wir einfügen, erfordert natürlich weitere Berechnungen, wodurch weitere Lecks entstehen können, wodurch das Risiko, dass die Karts miteinander kollidieren, steigt. Die Zuschauer haben doch hier Killer-PCs. Das ist doch kein Ding. Das stimmt auch wieder. Selbst mit unserer Das stimmt tatsächlich. Also in vielerlei Hinsicht glaube ich, dass viele von euch mittlerweile ziemlich krasse PCs haben. Ich glaube, früher war das mal so, dass man nicht so geile PCs hat, aber ich glaube, mittlerweile haben sogar die Zuschauer oftmals bessere PCs als die YouTuber. So. Leute, ihr könnt ja gerne mal den Flex, The Flex is Real machen und unten in die Kommentare schreiben, was ihr für geile PCs habt. Ist absolut erlaubt. So. Ich bin mal gespannt. Intel Pentium. Mach mal die Bahn fertig. Janusz! Intel Pentium 2 Duo. Ja, ich kriege das nicht so schnell. Ich muss die ganze Strecke noch einmal austauschen. Ja, warte, noch nicht machen. Lass uns die Karts mal fahren lassen. Beeil dich! Intel 2 Duo. Ja. Beeil dich! Alles mit der Ruhe. Zackig! Du kannst schon mal Wenn wir das Foto machen, müssen wir den ganzen Zug auch noch. Müssen wir den ganzen Zug. Replacen. Ja, das faken wir. Den machen wir richtig eng aufeinander, Josef. Okay, das faken wir. Das faken wir auf jeden Fall. Das sieht dann viel geiler aus. Nein, die haben ja auch getitscht. Siehst du, die titschen sich. Die titschen sich ohne Ende. Okay, also schade. Schade, Banane. Das heißt, die einzige Möglichkeit für uns ist tatsächlich, den Dreierabstand zu nehmen. Es tut mir leid, Leute, aber immerhin. Damit haben wir die Tests nun beendet. Wir machen einen Zug aus 4 Wagen und alle 3... Alle haben genau Abstand von 3. Wir müssen den einmal komplett rumfahren lassen. Wir werden den einmal komplett rumfahren lassen. Das wird es in der nächsten Folge geben. Schaut auch unbedingt bei unser 100 vorbei an dieser Stelle. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage, macht's gut. Bis bald und ciao, Leute. Ciao.